Die Hatch. Das ist das da hier oben. Und zwar nehmen wir die Hatch hierhin. Wir machen das mit Open und Close. Haben wir hier auch diesen On-Off-Send oder die On-Off-Receiver, Connector. Das interessiert uns alles nicht. Wir müssen einfach nur diese beiden Sachen verbinden. Number, Number Dings, Numbers. Magnet Toggle da, Enable the Door. Non-Signal. Ja, das wollen wir mit unserem Hotkey 1 verbinden. Dass, wenn wir ein Problem haben, dass ich einfach diese Tür verriegel. Damit Finlay, wenn er da ist, nicht einfach hier rauskommt. So, das ist unser Hoch. Das heißt, jetzt suchen wir die Pumpen, die rauspumpen. Du pumpst raus, du pumpst raus. Und du pumpst raus. Bei hoch, also bei runter, wählen wir die Pumpen aus, die reinpumpen. Du pumpst runter, also du pumpst rein, du pumpst rein, du pumpst rein. Perfekt. Was sagt ihr noch? Okay. Einfach. Fehlermeldung ist einfach weggegangen. Strange. So, dann haben wir hier noch die Lichter und da fällt mir ein, hey, uns fehlt noch ein Knopf. Genau, uns fehlt ein Knopf. Ein Knopf, ein Knopf, ein Knopf. Gehen wir zu Paint. Nehmen uns einen Knopf. Ups. Einen Toggle-Button. Wenn ihr nämlich die normalen Button einbaut, dann bleiben die nicht dauerhaft an. Das ist dann ein Problem. So, du bist Licht. Okay. Licht. So. Jetzt gehen wir wieder in die Logik, verbinden alle Lichtsachen miteinander. Licht, 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 Licht. Licht, 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 Licht und Licht. Jetzt haben wir zwar keine Pumpen drin, aber wir haben alles miteinander verbunden. Weil wir ja jetzt gerade eine neue Sache eingebaut haben, müssen wir wieder noch einmal alles mit Strom verbunden, was wir neu eingebaut haben. Dich habe ich neu eingebaut und du bist neu. Also, nein, du bist nicht neu. Ich habe dich wahrscheinlich nur vergessen anzuschließen. Genau, jetzt haben wir alle Lichter mit angeschlossen. Jetzt speichern wir das ab unter U. U-Boat. Also einfach so. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Stormworks. Wir sind letztens bei dieser Schönheit stehen geblieben. Das ist die zweite Folge unserer Bauserie. Und ja. Jetzt sind wir hier. Hier hinten haben wir ja schon die Engine und alles gemacht. Wer es verpasst hat? Verdammt nochmal. Warum guckt ihr mich nicht aktiv? Guckt nochmal auf YouTube. Das Video habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal weiter. Okay. Dann drehen wir mal. Also wir wollen Armaturen. Deswegen ballern wir hier eine rein. Wir brauchen eine eigentlich. Weil wir erst einmal kann dieser Motor kein Strom. Doch, also er läuft halt. Aber man kann seine Drehzahl, also seine Drehzahl aus irgendeinem Grund nicht abmessen lassen und alles. Man kann keine Motortemperatur angucken, weil es das alles bei diesem E-Motor nicht existiert. Deswegen können wir eigentlich nur die Batterien anzapfen. Und ich denke, das werde ich tun. Ich gehe hier hinter und platziere hier so ein Dial. Dann können wir jetzt dann. Hier gehen wir zur Logik, ist ganz einfach wieder. Wir verbinden dich mit dem Electric Charger,
Dann gehen wir hier in Data. Und dann sehen wir hier den ganzen Spaß. Ihr seht hier das Dial. Das und so. Da gehen wir mit dir hier hin und zapfen die an. Jetzt wissen wir immer, wie hoch der ist. Ja, das war's. Mehr braucht man nicht. Dann haben wir noch letztens das Problem gehabt, warum, dass ich das nicht von außen öffnen konnte und nicht von innen. Und zwar, da muss ich jetzt mit dir, ich habe nämlich ein bisschen was dazugelernt, als ich noch so gespielt habe. Und zwar, da müssen wir jetzt so machen. Aber dann können wir es ja nicht mehr von innen öffnen. Das heißt, wir nehmen uns hier den hier. Und gehen mit dir einmal so und switchen so. Mit dir kann ich locken, also mit der 1. Habe ich das schon benannt? 1? Nein. Lock. Lock. Hatch. Könnten auch eigentlich open machen, aber das ist uns egal. Hier haben wir Licht und alles. Haben wir auch Licht. Hier, das ist der Button für die Hatch. Das ist der Button für die Hatch. So, dich muss ich noch benennen. Batterie. Egal. So. So hoch. Ja, du hast runter und Licht. Stimmt. Da fällt mir noch was auf. Was wir beim letzten Mal vergessen haben. Erstens mal muss ich noch was. Ja, das haben wir auch vergessen. Okay, dann habe ich jetzt zwei Sachen, die wir noch ändern müssen. Und zwar gehen wir hier hin, löschen das raus, das löschen wir raus, das löschen wir raus. Es gibt einen simplen Grund. Wartet. Und zwar geben wir jetzt Light ein. Weil uns fehlt ja noch Licht hier außen. Ich will es mal als Test, weil ich habe immer nur diese komischen anderen Lichter reingemacht. Also die Flutlichter. Und die haben mich immer geblendet, wenn ich mit meinem U-Boot gefahren bin. Deswegen möchte ich mal austesten, wie das ist, wenn ich nur die kleineren einbaue. So, gehen wir hier hin auf die Dörte. Suchen unseren Lichtschalter. So, so. 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 Ah, da. Warte, wir undoen das noch einmal. Und zwar möchte ich ganz gerne eine andere Sache machen. Und zwar für Licht außen möchte ich einen Schalter machen. Wir machen Toggle Button. Haben wir hier einen. So. Jetzt mal benenne ich dich Licht außen. Okay. Außen. So. Er heißt du Licht außen. Dann gehen wir jetzt auf Lock. Gehen hier hin. Verbinden den Schalter Licht außen mit den. Das sagt jetzt, hey, ich habe keinen Strom. Deswegen gehen wir jetzt auf Electric. So, da sind, bin ich ganz kurz durch eine kleine Pause wieder back. So, so, so und so. Jetzt haben wir alles bis auf den Lichtschalter angebunden. Hey. So, fertig. Das war's eigentlich. Außer, ich darf es nicht wieder vergessen. Und zwar, wir haben hier unten unsere Tanks. Also hier haben wir unsere Tanks, die füllen sich mit Wasser. Hier füllen sich unsere Tanks mit Wasser. Ich komme auch easy. Hier haben wir den Motor, Batterien, Electric Charger, easy. Hier haben wir alles, was das Herz begehrt. Knöpfe fürs Auf- und Zumachen.
Nur eine Sache fehlt. Erstens einmal müssen wir das hier zukleistern. Habe ich gar nicht gesehen. Komisch. Und zwar fehlt uns eine wichtige Sache. Weil wenn wir jetzt einfach so rausgehen würden, würde das im ersten Moment auf die Seite kippen oder andersrum. Deswegen baue ich immer ein. Ist eigentlich alles, was ich immer mache, nur ich vergesse es auch immer. Und zwar löschen wir jetzt hier so einen wundergeilen Status hier raus. Und zwar hier. So eine übelst geile Linie einfach löschen wir raus. Dann gehen wir hier auf hier Gewichte. Wir brauchen Gewichte. Einmal nur, damit das Ganze gut gebalanced ist und dass wir nicht so schnell umkippen. Ballern wir jetzt hier Gewichte rein. Hier hinten fehlt noch einer. So, Gewicht. Und zwar können wir uns jetzt mal unsere Masse angucken. Jetzt liegt die Masse auch mehr mittig und mehr unten. Das heißt, das sollte jetzt gut sein. Speichern wir unser ganzes Projekt ab. Machen. Gut. So, gehen damit raus. Und da ist unser gutes Ding. Sieht von außen geil aus. Ist hinten Wasser drin? Nope. Springen wir mal hier. Und dann gucken wir mal, ob es jetzt geht. Ja, die Hedge öffnet sich. Es läuft kein Wasser rein. Jetzt von hier aus. Hedge schließen. Es funktioniert. Dann haben wir hier jetzt Licht. Lass mal aus. Das ist der Tag. Licht außen. Ja, Außenlicht. Dann können wir mal gucken. Genau, die Batterie ist jetzt mit 1000 Electric gefüllt. Das heißt, es sollte klappen. Und zwar machen wir jetzt unsere Testreihe, die ich eigentlich immer mit meinen Gefährten mache. Die erste Sache ist, also ich liste mal auf. Die erste Sache ist Motortest, ob es überhaupt fährt. Übrigens, hallo, Rabe? Ist das ein Rabe? Keine Ahnung, sieht irgendwie aus wie ein Rabe. Erstens Motortest. Zweitens Electric Charge Test. Drittens Module Test, also die unsere Anzeigegeräte testen. Viertens, das ist der Untergeh-Test, ob wir tauchen können. Und der Aufgeh-Test. Und dann haben wir noch den Tsunami-Test. Ja, ihr habt gehört. Ihr habt richtig gehört. Den Tsunami-Test. Ich werde euch später erzählen, wo er ist. Also, was er überhaupt macht. Und ich würde erstmal sagen, wir machen den Motortest und geben mal Gas. Oh, lenken. Klappt. Es lenkt sogar ziemlich gut. Schaffen wir eine ganze Runde? Also jetzt können wir gleich den Untergeh-Test oder den Crash-Test machen. So. Okay, wir sehen, seitlich ist ein bisschen... Naja, eigentlich nicht. Egal. Gehen wir mal runter. Jetzt machen wir den Runter-Test. Oh, Leute. Uns fehlt hier noch Equipment. Wir können einen Test gar nicht durchführen. Und zwar den Untergeh-Test, den können wir gar nicht durchführen. Und zwar machen wir es erstmal hier. Equipment. Hier. Fire Extinguisher. Feuerlöscher. Machen wir zwei Stück rein. Was zimmern wir hier rein? Ein Wrench. So. Ein Schweißgerät. Dann wisch mal, warum, wenn wir untergehen, schwitzen wir dann immer. So, ja, jetzt haben wir dich richtig gedreht. Und dann zimmern wir hier oben zwei Unterwasser-Dinger rein. Zwei Unterwasser-Reparierer.
Uno. So, jetzt solltest du eigentlich connected sein, aber egal. Ich habe hier da vorne noch so eine Fehlermeldung gesehen. Ich könnte schwören, da war eine. Ah. Genau, die müssen noch mit Strom verbunden werden. Perfekt. Das, was ich immer am liebsten einbaue. Was einfach drin sein muss bei mir. 2, 3. Kann man auch noch auslöschen. Zwar. Das auch Equipment ist immer eine Flare Gun. Ich brauche immer eine Flare Gun drin, falls ich untergehe. Und ich gehe sehr häufig unter. Deswegen irgendwie eins meiner Macken. Also eine meiner Macken und deswegen zimmern wir einfach mal das rein. So, jetzt So. Jetzt die Flair-Nachfüllpackungen. Und jetzt einfach nur, weil es geht, nochmal Flair-Sticks. So. Jetzt müssen wir das alles wieder mit Elektrik connecten. Elektrik. Yay. Oh, so. Auf. Hinunter. Zu. Batterie, was sagst du? Okay, du läufst gut. Gehen wir mal runter. Das sollte jetzt ein Toggle-Button sein. Wir gehen mal in die Freikamera, um zu checken, ob wirklich Wasser reinläuft. Ja, es läuft wie gewollt Wasser hinein. Das sieht extrem gut aus. Dann würde ich sagen, fahren wir mal. Okay, Junge, geben wir halt mal nicht so viel Gas. Wow. So, runtergehen mit S. Und es bleibt sogar unten wie gewollt. Wenn ich denn mal nicht W gedrückt hätte. Perfekt. Und wir sind wieder über Wasser. Wir sind wieder aufgetaucht. Hier drin wird auch kräftig Wasser ausgepumpt. Jetzt gehen wir auch nicht mehr so hart unter Wasser. So, jetzt können wir hier schön drehen. Weil wir wollen ja jetzt den Untergehtest testen. Und deswegen probieren wir jetzt zu crashen. Wir probieren jetzt einfach so zu crashen. Und wenn wir crashen, ist man gecrasht. Vorher noch eine Tomate. Oh. Ja, ihr seht, ist alles kaputt. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Wrench. Oh, warum dreht sich das? Okay, ich würde sagen, wir nehmen das Gas mal raus. Dann rutschen wir nämlich jetzt zurück ins Wasser. Und gucken wir mal, ob Wasser reinläuft. Weil das ist ja unser Test. Wir wollen ja, dass Wasser reinläuft. Oder wir wollen nicht, dass Wasser reinläuft. Wir wollen halt gucken, ob alles funktioniert. Oder, also im Moment läuft kein Wasser rein. Aber ihr seht es auch, wie alles kaputt ist. Das gefällt mir so sehr. Dieses Spiel hat sich, diese Entwickler haben sich so viel Mühe gegeben. Machen wir zu. Wir haben den Untergehtest gemacht. Es kann untergehen. Wir haben den Tauchtest gemacht, es taucht. Wir haben den Hochtest gemacht, es geht hoch. Jetzt der altbekannte und altbefreundete Tsunami-Test. Ihr habt hier gerade eben gesehen, ich habe gerade einen Tsunami gespawnt. Ein Tsunami-Test bedeutet einfach nur, wie das Schiff oder das U-Boot reagiert, wenn es auf den Tsunami drauf trifft.
einmal hochgeschleudert wird und dann wieder zurück ins Wasser geschleudert wird. Die anderen Schiffe, die ich immer gebaut habe, wurden hochgeschleudert und dann ist das Ding gelandet. Es gab aber auch schon Schiffe, die haben es so gemacht, die sind dort hochgeschleudert worden, sind über den Tsunami drüber. Oh, da kommt übrigens die Welle. Sind wir schon oben drauf. Jetzt sind wir oben. Und genau, das machen die immer. Und dann knallen die einfach rücksichtslos wieder zurück auf den Meeresboden. Aber dies bleibt einfach oben. Cool. Perfekt, jetzt können wir dem Tsunami hinterherfahren. Ich glaube, wir werden eiskalt gegen die Hafenwand prallen, oder? Oder sind wir schneller? Sind wir nicht! Sind wir nicht! Sind wir nicht! Sanft und weich hängen geblieben. Ich würde sagen, das ist easy. Weil das ist das beste U-Boot, was ich im Moment gebaut habe. Was einfach auf ansatzweise ziemlich viel funktioniert. Tsunami-Test hat es easy überstanden. Crash-Test auch. Ich würde sagen, Leute, das ist unser wunderschönes, wunderschönes U-Boot. Mir gefällt's. Innerhalb von 2 Folgen es geschafft, ein U-Boot fertigzustellen. Und das Ganze hat mich jetzt Rohmaterial nur 40 Minuten gekostet. Beide Folgen. 40 Minuten, ein Boot. Ein U-Boot mit voller Technik, funktionsbereit, mit Tests. Das ist perfekt. Ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Tutorial oder im nächsten Video. Wie auch immer. Aber ciao, cheerio.